Juventus gewinnt. Durchaus drin. Wir haben ein solches Pech mit den Handwerkern. Alle lassen sie uns im Stich. Dieser Ettore mit der Wasserleitung. Wir haben ein Bad, aber kein Wasser. Die Maurer haben wir überhaupt noch nicht zu Gesicht bekommen, seit wir wieder hier sind. Sag mal, sind die echt? Wo hast du die her? Geburtstagsgeschenk für Julius. Der liest doch in letzter Zeit öfter über die Etrusker. Und diese Münzen sollen aus der Zeit sein. Kann ich diese Münzen einen Moment behalten? Ti amo, Bea. Ti amo, Nevio. Ich kann nicht. Morgen bin ich weg. Ja, und ich kann dich nicht mehr sehen. Und küssen. Und nichts. Ich kann es nicht aushalten, Bea. Komm wieder. Ich komme ja wieder. Weihnachten spätestens. Ist zu spät. Dann schlafen wir miteinander. Ich verspreche es dir. Was soll versprechen? Kommt ein Junge aus deiner Schule? Aus meiner Schule? Oder Freund von Markus? Du spinnst. Ich lieb doch dich. Ich bin nicht da. Ich wollte nicht sagen vor deinen Eltern. Aber Il Mudo wird vielleicht will. Deine Polizei kommt in sein Haus. Und Carabiniere Fausto, du kennst ihn, wird vielleicht auch will. Fausto ist ein Idiot. Eben. Hat Il Mudo eine Waffe? Jedermann hat Waffe für die Jagd. Verstehst du? Wenn Bea wirklich in Il Mudos Haus ist, das wird gefährlich für sie. Sie wissen, eine Schranke gibt Ärger im Dorf. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, junger Mann. Ich spreche zu Signora Daphne, nicht zu Ihnen. Für einen guten Zweck nehme ich jeden Ärger in Kauf, Nevio. Ist aber nicht Ihr Weg. Ist der Weg zu dem Haus von Signor Donna. Aber die Donners denken darüber genauso wie ich. Haben Sie mit ihnen gesprochen? Och, das weiß ich doch sowieso. Aber ich habe mit Signora gesprochen. Und sie hat mir gesagt, ihr Mann wird sowieso ein paar Tage hierher kommen. Julius kommt zurück. Wann? Hat gesagt, bald. Oh Gott. Ciao, Nevio. Ciao. Hm? Die spinnt, die Frau. Mach dir nichts draus. Geht vorbei. Okay? Ciao. Ciao. Idiot.